Ist das eine heiße Quelle? Ach nee, das ist einfach nur Feuer. Ups, das geht gar nicht. Ach, gar keine mehr davon da. Autsch. Die sterben. Wo bist du? Da bist du. Und der hat erstmal die brennende Keule. Autsch. Das ist aber geil, dass sie sich die Sachen mal wieder nehmen und dann damit angreifen. Hallo. Geh weg. Autsch. Nein. Komm mal hier eigentlich nicht so. Warte mal. Das wollte ich machen. Ach, ich wurde von der Druckwelle getroffen. Nice. Ach, scheiße, bin ich doof manchmal. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe vergessen, dass die Druckwelle jetzt auch so hoch ist. Also die so groß. Ja. Dann machen wir das halt nochmal so. Na toll. Nice, wenn ich immer falsch drück. Ups. Habe ich die andere Truhe mit zerstört? Ja, habe ich. Cool. Ach nee, die ist dann geflogen. Okay. Wollte schon sagen. Das wäre ja was. Holzpfeile. Ne, den brauchen wir hier nicht. Drei Plätze frei. Was auf der Karte wird noch angezeigt, wo was ist. Okay. Beziehungsweise, wo ich gestorben bin. Nice. Ja, glaubt schon. Glaub schon. Okay. Hi. Hey. Erstmal Baum fällen. Hallo. Autsch. Ja, die ist zu langsam. Das ist halt das Problem. Die Waffe ist zu langsam. Noch mehr? Erstmal seine Hand wieder ranmachen. Tschüss. Hallo? Geh weg. Ach, hi. Wo kommst du denn her? Weg. Nervt doch nicht. Hey, der läuft ja immer noch weiter. Jetzt aber. Hä? Achso, wahrscheinlich, weil da unten noch einer ist, ne? Hallo. Und tschüss.
Ach, guck mal, jetzt ist es kaputt gegangen. Bringt das eigentlich was? Wenn ich die da runterroll? Naja, einfach mal machen. Okay. Wo war denn das Ding? Hier unten irgendwo? Ach, da. So. Ich glaube, da gibt es einen besseren Weg rüber, oder? Wo ich nicht fast abstürze. Würde ich mal so sagen. Hopp. Machen wir das so. Nice. Hallo, lass los. Okay, machen wir das so. Ach, okay. Den kriegen wir so nicht weg, ne? Und nicht weggebombt? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich die neue Fähigkeit dann. Ne? Würde ich sagen, die neue Fähigkeit. Dann gehen wir erstmal hier rein. Okay. Gut, welches Essen das jetzt überhaupt? Hab's gerade gar nicht gelesen. Willkommen, Pega. Mein Name ist Vamodai. Im Namen der Göttin Heliel solltest du die Prüfung werden. Du solltest geprüft werden. Herr über die Zeit. Vamodai Schrein. Okay. Okay, können wir also die Zeit anhalten jetzt. Stasis-Modul lässt für ein Objekt die Zeit stellen, Zeit stillstehen. Werden gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen. Okay. Okay. War ein bisschen schief, aber was soll's. Natürlich kommt er dann. Also wenn ich dann so mache. Macht er so. Und er kommt wieder zu. Nee, er kommt nicht zurück. Doch, er kommt zurück. Machen wir das nochmal so. Okay. Ja, natürlich. So ein leichter Schubser und ich wurde getroffen. Warum so leicht eben? Weiß ich das. So, machen wir mal hier vorne. Dann passt das.
Okay. Wann kommt die Kugel eigentlich? Jetzt. Da war ich platt. Nice. Ein Reiseschild. Natürlich habe ich dafür wieder keinen Platz. Ich habe auch irgendwie dumme Schilder dabei. Okay. Machen wir das so. Okay. Okay. Eisenhammer. Ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen, taugt dieser schwere Hammer auch als Waffe. Nee, das fällt nicht runter. Okay. Nice. Das ist schon cool. Okay, dann haben wir das auch. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Helia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Jupp. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Helia dir beistehen. Das war dann Schrein Nummer 3. Okay, weil dann können wir nämlich auch jetzt das hier machen, ne? Lass mir die mal fliegen. Tschüss! Es ist halt eigentlich schon cool. Ein Reisebogen. Sehr gut. Wenn wir noch so einen Reisebogen bekommen haben. Achso, ja gut. Aber einen sehr guten haben wir sowieso, ne? Wie ist das eigentlich mit den Bögen? Sollte ich vielleicht den ausrüsten? Erstmal. Oder was haben die für eine Haltbarkeit? Na, ich geh da mal hoch. Aber ich glaube kaum, dass wir da komplett schon hochkommen. Hopp. Da-da-da-da-da-da-da. Wow. Okay, das war knapp. Na, guck mal, die Steine sind auch wieder da. Ich weiß gar nicht, ob wir die runterkullern lassen müssen. Also zum Wasser. Du kannst sie hier halt an allen Stellen runterschicken. Obwohl, hier waren ja auch Gegner, ne?
Wie weit fliegen die eigentlich? Ach, das ist das Maximale. Tschüss. Ich find's wirklich cool. Warte mal. Die kommen mit Sicherheit gleich wieder Gegner, ne? Ich nehme mal das Schwert. Da. Hallo. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich damit angreifen. Gott, hat er einen Schlag drauf gehabt. Hallo. Oh. Ja, das ist halt das Problem, ne? Ein starrer Bockschild. Von einem Bockling gemacht, den etwas härteres Holz in den Händen fiel. Darüber war er so glücklich, dass er den Schild sogar mit Tierknochen versteckte. Stachelbockstock. Der Bocklin, der diesen Stock gebastelt hat, hat sich wirklich Mühe gegeben. Pass auf, denn die spitzen Tierknochen können ins Auge gehen. Tschüss. Machen wir das so. Bocklin-Herz. Eine sehr seltene Zutat, die du nach dem Besiegen eines Bocklin erhalten hast. Es pocht noch nach der vor sich hin, ob es wohl für irgendwas gut ist. Ja. Ich muss lernen, dass auch Schwerter nicht so gut sind. Wenn man nicht schneller angreifen kann. Ein Bärenstein. Okay, das andere müsste da hinten irgendwo sein. Irgendwo. Ich gehe jetzt mal hier rumgucken, was wir hier haben. Wahrscheinlich wieder Gegner noch. Alte Ruinen. Was macht der Stein da rum? Oder ist das so ein Rätsel, lass die Steine runterkullern, oder was ist das? Oder sieht das nur so aus? Lass die Steine so runterkullern, dass er alle trifft. Okay, hier ist nix. Scheinbar. Achso, das ist ja rein dieser Mauer, ne? Ja. Okay. Na dann. Da drüben ist ja. Ich geh mal gucken, was da oben drauf ist. Schauen wir mal. Da. Umsonst kann man hier nicht so hochlaufen, oder? Gott, mir geht das Räuspern auf den Sack. Also, mir geht's selber auf den Sack. Okay. Ach nee, wen haben wir denn hier? Ein schöner Ausblick, was? Schöne Aussicht. Ja. Hier versperrt einem nichts die Sicht. Man kann fast das gesamte Plateau überblicken. Verwende dein Fernglas, um die Schreine zu suchen. Wenn du eine erspähst, setzt eine Markierung. Was ist das hier? Ein Feuerstein. Okay. Kann man damit irgendwas machen? Nö, kann man nicht. Okay. Ja, da hinten ist ein, das weiß ich. Ach, da ist ja noch einer. Falscher Knopf. Mann. Wo war der?
Super. Da haben wir dann noch einen. Da haben wir einen Turm. Müssten wir halt auch noch machen. Da ist ein Turm. Da ist ein Turm. Da haben wir das. Naja, ich gehe jetzt mal da runter. Okay. Von wie hoch kann man runterfallen, ohne dass das passiert? Ich frage für einen Freund. Erstmal mal speichern. Vorher sind es nur Autospalten-Saves gewesen. So. Boah, Moment. Okay. Okay, da hinten war wahrscheinlich das Floß irgendwo. Na, warte mal. Mal wechseln. Ist aber genauso stark. Also ist genauso stark. Natürlich. Wie unser Hammer. Hallo. Autsch. Okay, das Ding ist schneller. Jetzt brennt das auch noch. Aber ich war trotzdem getroffen, natürlich. Haben wir noch was für Essen? Nice. Oh, was haben wir denn da? Röstzeigerpilz. Ah, okay. Weil ich damit drauf gehauen habe. Warte mal. Funktioniert das auch? Dann darf ich nur hier raufhauen, ne? Okay. Nein. Nö. Okay. Nein. Okay, aber ich kann die wegnehmen, ne? Ja, kann ich. Cola. Tschüss. Wow, ich hab da fast drauf gehauen. Ah, jetzt ist das Ding explodiert. Was haben wir hier? Okay, dann wird hier... Wenn wir hier irgendwas haben, dass wir, irgendwie übers Wasser können oder so, ne? Oh, ich hab nur noch einen Apfel, nice. Okay. Ich muss aufpassen. Vielleicht auch die Sachen mehr grillen. Ein Tomi-Soke-Schrein. Ist hier irgendwas? Ne, wahrscheinlich ist das nur das Ding da unten. Na gut, dann wollen wir mal. Und abwärts. Können wir eigentlich überspringen, Runde? Ich lasse es trotzdem laufen. Kaltes Wasser. Fällst du in ein eiskaltes Wasser, verlierst du die Energie. Dies lässt sich. Okay. War schon weg.
Willkommen, Pilger. Mein Name ist Tomisoke. Im Namen der Göttin Helia sollst du geprüft werden. Säulen aus Eis. Tomisoke-Schrein. Oder so. Animation, lass ich auch mal laufen. Gut, die kannst du eh nicht überspringen. Aber die anderen. Aber ich lasse immer alle laufen. Kryomodul. Lässt Eissäulen auf Wasser entstehen. Die Eissäulen sind sehr hart und schmelzen nicht. Sie dienen als Plattform oder Hindernisse. Bestehen Eissäulen kannst du anvisieren und zerstören. Okay. Ich kann wahrscheinlich auch dann unter mir machen, ne? Yep. Ich hab's aber nur getestet gerade. Warte mal. Ja. War doch zu einfach. Ja. Vergiss es. Hallo? Nein. Ich drücke immer den Knopf aus dem rein. Antike Feder. Solche Federn wurden in Maschinen der untergegangenen Zivilisation verbaut. Egal wie weit man sie dehnt, sie geht nicht kaputt. Sie ist so leicht, dass sie auf Wasser schwimmt. Ups. Nice, dass ich das gerade kaputt gemacht habe. Ich habe nur noch zwei Hände, ne? Ups. Warum ging das jetzt nicht? Ah, ich glaube, wir waren zu nah dran, ne? Was haben wir hier drin? Reiselanze. Kriegen wir die großen nur. Ah. Ich sehe nichts. Ach, come on, Junge. Jetzt. Ich hätte mich auch gewundert, wenn das anders wäre. Aber, ja. Ach, darum hätten wir auch gehen können. Also eigentlich beide Seiten. Das war's schon? Okay. Na dann. Moment. Nicht, dass ich gleich huste. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Helia vielleicht dir ein Zeichen der Bewährung. Und eigentlich müsste ich das nicht mal vorlesen, weil das immer dasselbe ist. Aber ich mache das trotzdem. Naja, egal. Kann ich ruhig machen. Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Helia dir beistehen. Ja, normalerweise müsste ich das gar nicht mehr vorlesen.
Natürlich kommt er jetzt wieder hier an. Nun, hast du alle Nun, hast du in allen Schreinen auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten? Es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Siehst du auf deine Karte? Sieh auf deine Karte und denk dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich die Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden, wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen? Okay. Eine vergessene Welt. Nachdem du in allen Schreinen des Plateaus die Zeichen der Bewährung errungen hast, erscheint der alte Mann erneut vor dir. Er sagt dir, er wartet an den Punkt, wo die gedachten Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen würden.